Völlig vernachlässigt und eingesperrt in einem winzigen Becher voll lauwarmem Wasser fand eine Frau diesen kleinen Fisch vor. Normalerweise würde der kleine siamesische Kampffisch so aussehen. Sein Zustand könnte aber nicht schlechter sein. Seine Tage waren eigentlich gezählt, wäre da nur nicht diese eine Frau gewesen. Victoria Schild wollte eigentlich nur in einem Walmart einkaufen gehen und sich kein Haustier anschaffen. Aber als sie diesen Fisch erblickte, brach es ihr das Herz. Sie nahm den Becher mit dem verwahrlosten Fisch aus den hinteren Regalreihen und sah ihn sich genauer an. Sie konnte sehen, dass Teile seiner Schwanzflosse an der Oberfläche schwammen. Victoria wurde klar, dass sie dringend etwas unternehmen musste. Sie wusste, dass der Fisch dort verrottet und stirbt, wenn sie nichts tut. Also erwarb sie seine Freiheit in der Hoffnung, ihm irgendwie Trost in einem größeren Gefäß zu geben. Sie ging davon aus, dass der Fisch nur noch wenige Stunden leben und immerhin an einem schöneren Ort seinen Frieden finden wird. Trotz alledem wollte sie ihn nicht aufgeben. So fing sie an, sich darüber zu informieren, wie man dem hilflosen Fisch helfen könnte. Innerhalb von nur einer Woche mit sauberem Wasser, Medizin und der richtigen Grundversorgung begann sich sein Zustand zu verbessern. Der Lebensgeist des Fisches wurde wieder geweckt und seine Flossen fingen an zu heilen. Von da an ging alles relativ schnell. Victoria änderte täglich das Wasser und gab ihm weiterhin Medikamente, um seine Genesung zu beschleunigen. Seine Schwanzflosse begann wieder zu wachsen, aber selbst Victoria hatte keine Ahnung, an was für einen atemberaubenden Fisch sie geraten ist. Nach einigen Wochen der Genesung war der kleine Fisch, den sie Argo taufte, fast nicht mehr wiederzuerkennen. Er legte eine unglaubliche Transformation hin. Die Art und Weise, wie die Fische in manchen Läden verkauft werden, kann oft den Eindruck erwecken, dass ihr Leben entbehrlich oder von geringerem Wert ist. Mit dieser Geschichte will Victoria dafür sorgen, dass sich die Bedingungen, unter denen Fische in manchen Läden gehalten werden, ändern. Das war's auch schon. Was ist eure Meinung zum Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne die Message von Victoria verbreiten, indem ihr das Video mit euren Freunden auf euren Social Media Seiten teilt. Damit verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.